So, hallo liebe Zuschauer zum heutigen Nachmittags-JFD Live Trading TV. Wir wollen uns, wie der Headline der Ankündigung zu entnehmen ist, der Apple-Aktie zuwenden. Unglaublich aber wahr, die Apple-Manie findet ja einen weiteren Höhepunkt mit dem ja größten Quartalsergebnis der Geschichte, ja in der Unternehmensgeschichte und in der Unternehmensgeschichte global. Mit 18 Milliarden Dollar wurde der Gewinn um 38% gesteigert. Und das ist natürlich eine richtige Hausnummer. Der Umsatz wuchs auch um 30%, insbesondere aufgrund starker Absätze in China. Was macht die Apple-Aktie daraufhin? Wir schauen uns das mal hier im Tagesschartgeschehen an. Die startet hier mit einem riesigen Abgap nach oben und zeigt einfach nur, wie bullisch die Marktteilnehmer weiterhin für diese Aktie gestimmt sind. Das globale Bild, das große Bild, die Apple-Aktie nach dem Split im vergangenen Jahr ohnehin hier von Regionen ferner liefen, ihren Ursprung findend, hat sich die Apple-Aktie bereits vervielfacht, wohl dem, der hier schon der Aktie lange treu ist. Der dürfte sich sicherlich das ein oder andere Häuschen langsam bauen dürfen, allein schon von der Performance dieser Aktie. Das ist eine wirkliche Story und mit dem geschichtlichen Unternehmensgewinn ist da hier nochmal einer oben drauf gesetzt worden. Die US-Märkte können hier, insbesondere die Technologiemärkte, können hier breit davon partizipieren. Aber das soll jetzt gar nicht der Schwerpunkt sein. Wir schauen uns nämlich direkt die Apple-Aktie eben an. Was fällt auf, wenn wir uns den Chart mal ganz grob anschauen? Natürlich ist er geprägt hier durch steigende Phasen im Sinne einer ungebrochenen Nachfrage. Aber was immer zu sehen ist, nach gewissen All-Time-Highs konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau seitwärts. Das kann man jetzt in verschiedenen Sphären und Phasen mal feststellen. Umfang, Ausdehnung etc. sei mal dahingestellt. Letztlich deutet sich hier jedoch an, dass die Story immer weiter geht. Wir haben hier, grob gesprochen auf Tagesbasis, eine Konsolidierung gehabt auf hohem Niveau seitwärts. Und das spricht immer dafür, dass wenn Aktien, Devisen, Indizes nach einer starken Performance nur seitwärts konsolidieren und nicht eben größere Rücksetzer vollziehen, dass hier das Interesse an dem Underlying, an der Aktie eben ungebrochen ist. Und genau das ist die Situation jetzt hier bei der Apple-Aktie. Diese setzt hier noch nicht mal zurück hier an die markanten Rebound-Levels im Bereich knapp 103, 104 Dollar die Aktie. Nein, das Ganze stoppte hier schon Anfang Januar und seitdem sehen wir hier eine sehr, sehr seitwärts gerichtete Phase und dies, obgleich ja der Markt doch schon hin und wieder stärkere Turbulenzen erfuhr. Mit dem heutigen großen Abgap nach oben, das sehen wir jetzt hier in reinster Form, nachdem übrigens gestern hier Unsicherheit überwog, eben pro oder contra, bessere Zahlen, schlechtere Zahlen, letztlich eine klare Überraschung. Mit diesem Abgap deutet sich eben hier ein Ausbruch auf neue Höhen an. Die Apple-Aktie bleibt folglich ein Trading Buy. Schwäche, möglicherweise ein Gap Close, wäre hier ganz klar eine Einladung, um hier an weitere Aufwärtsperformance Richtung 130 Euro und mehr Dollar und mehr teilzunehmen. Also die Aktie hier ununterbrochen im Aufwind. Was man machen kann, um Projektionen abzuleiten, also mögliche Kursziele, ist folgendes, dass man hier sozusagen die Range, die kleine Range, die sich hier etabliert hat, zu nehmen und an für sich obendrauf zu setzen an dieses Ausbruchsniveau. Dann auch eine sehr markante Möglichkeit, eben hier dann zum Beispiel die Pivotpunkte mal anzusetzen, dann allerdings die Pivotpunkte auf Monats-Jahresbasis. Das heißt, wir sehen hier den Monatspivotpunkt, der sich hier im Bereich 112 rund befindet. Da sehen wir hier nach oben die projizierten Resistant Levels, die hier ein theoretisches Preisziel ermöglichen. Und da sehen wir hier mit der Range-Projektion haben wir hier auf Monatsbasis auch das Resistant Level 2. Der Monat ist natürlich bald rum. Im neuen Monat müssen wir die Karten nochmal neu mischen, aber es dürfte sich aufgrund der Seitwärtsrange, die wir ja im Januar gesehen haben, jetzt nicht so markant auswirken. Also das Niveau von 125 Dollar je Aktie hier durchaus interessant und erreichbar. Gut, soviel zur Apple-Aktie. Wir wollen jetzt mal ganz kurz noch den Euro gegenüber dem US-Dollar anschauen. Den hatten wir ja auch heute Morgen schon mal in der Beschau. In einer Intraday-Fuzzi-Vektor-Logik-Betrachtung, da deutete sich hier schon eine bärische Tendenz an, die jetzt aktuell aber hier Niveaus in Richtung 1,12 noch vor sich hat letztlich. Das Tagestief ist hier noch ein Stück weit entfernt von diesem Niveau, das muss man ganz klar sagen, aber bislang Low 1,1306, das heißt, hier kann es ruhig noch ein Stück weit tiefer gehen. Wir haben noch ein Stück vor uns in Sachen Abwärtsperformance und da denke ich mal,
Muss man mal abwarten, was da heute noch von der Fed letztlich kommt. Grundsätzlich scheint sich aber hier eine weitere Schwäche anzudeuten. Darauf weist auch die, und das schauen wir uns jetzt gleich mal im Nachgang an, hier nochmal der Tageschart, beziehungsweise der Stundenchart. Machen wir nochmal groß. Wie gesagt, heute Abend die Fed, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da wird es spannend, aber hier dieser Trendlinienbruch, den haben wir auch im Webinar schon besprochen mit der Tendenz Unterschreitung des Pivot Points. Hier dürfte es weiter abwärts gehen. Heute das Devisenradar-Webinar wieder gut besucht und hier eben dann die Annahme schon vollzogen, dass mit dem Trendlinienbruch und Unterschreitung des Pivot Points weitere Tiefs folgen dürften. Aber nach unten scheint hier noch einiges möglich. Da eben auch, und das wird sich zum einen jetzt erstmal bestätigen, der heutige Wochentag ganz klar bärischer ist. Das dürfte sich eben nicht ändern. Und morgen sehen wir hier am Donnerstag während der letzten 52 Handelswochen eben auch einen bärischen Tag, der hier im Schnitt nur mit 38% positiver Schlusspreis überzeugen könnte. Also auch hier rein statistisch keine guten Vorzeichen für morgen. Insofern, wenn Euro-US-Dollar aufgrund der Fed hier einen Rücklauf vollziehen sollte, würden sich hier Short-Engagements im Bereich 1,1340, 1,1360 hier irgendwo anbieten, in diesem Level eben hier möglicherweise als Pullback an diese Trendlinie, um dann neue Tiefs eben hier nach unten in Aussicht zu stellen. Das wäre eine Möglichkeit, keine Trade-Empfehlung, keine Handelsempfehlung, natürlich nur einfach ein Hinweis, eine reine Information, wie man hier den Markt covern kann. Wir schauen uns das Ganze nochmal nach Fuzzy-Logik an. Auch hier sehen wir jetzt auf Sicht der nächsten Tage, bis, besser gesagt, nächsten Wochen, bis in den Februar hinein, dass rein von der Prognostizität der vergangenen Pattern, Dynamik und im Einklang der Saisonalität hier während des Februars ein Seitwärts-Abwärtslauf für den Euro gegenüber dem US-Dollar zu präferieren ist. Ob hier richtig neue Tiefs kommen, das bleibt mal abzuwarten, aber rein technisch sieht der Euro-US-Dollar weiter angeschlagen aus und es scheint mir nicht so, als würde jetzt hier schon das V-Reversal starten. Das kann sich heute alles ändern, wenn die Fed eine große Überraschung bereithält und eben der Euro-US-Dollar hier nicht nur ein Pullback vollzieht, sondern hier signifikant über 1,14 rauszieht, dann ist die Situation ganz klar die, dass der Markt hier sicherlich noch weiteres Potenzial nach oben hat. Aber die Statistik und auch die technischen Tendenzen sprechen eher dagegen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für den heutigen Live Trading JFD TV Desk sozusagen. Morgen dann in neuer Frische. Fangen wir an frühs mit dem Devisenradar und dann untertags noch die eine oder andere Sendung, je nach News, je nach Gelegenheit. Ich bedanke mich erstmal für Ihr Einschalten, wünsche Ihnen noch einen schönen Handelsabschluss, noch einen schönen Tag und wenn Sie mögen, bis morgen. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.